Was geht ab, Leute? Nerdle at Games und willkommen zurück zu Fuse. Gehen wir mal hier rein. Wir müssen irgendwo diese Boote sein. What the? Wo zum Teufel sind wir jetzt? Ich hätte da genug. Was zum. Schneid sie für mich raus. Okay. Das ist also unser böses Ich? Eine andere Dimension? Wow! Danke, Kimmer. Alles okay? Das ist echt heftig. Fuck. Naja, gut. Der Sache sollten wir mal auf den Grund gehen. Okay, ich denke, wenn wir hier durchspringen, sind wir entweder tot oder eine Hölle von Gegnern kommt auf uns zu. Eins von beiden. Ich kann mein Schild abfeuern. Wir gehen da mit dem Schild durch. Kann ich die Strahlen nicht blocken mit dem Schild? Das wäre mal ein nettes Feature oder so. Oh, drücke A. Ah, toll. Ich spring da sowieso volle Pulle rein. Hui. Oder auch nicht. Ich spring genau dagegen. Was der Hell? Der will da gar nicht drüber. Drücke A, um über Objekte zu springen. Ja. Okay. Ich habe gedacht, wir springen hier richtig stylisch rüber. Dann gehen wir halt außen rum. Das war die lamere Variante. Ich meine, warum haben die das denn überhaupt so aufgebaut, dass hier keiner so rumgehen kann? Und wir können hier einfach ganz locker außen rum klettern. Total dumm. So. Ja, hier die gleiche Sache nochmal. Wir müssen da in den Raum. Die Tür ist zu. Dann jumpen wir direkt rüber. Nee, ich fall da gleich runter. Manchmal höre ich doch tatsächlich ein klein wenig Sorge in deiner Stimme. Ganz easy. Steuerstange eingefahren. Sicherheitsnetzwerk deaktiviert. 2000! Na komm, wo bleiben die ganzen Viecher? Ich muss mein Schild mal wieder einsetzen. Ich finde das lustig, der hat irgendwas Computermäßiges an seinen tolle Regenbogenfarben. Alles Personal zum Reaktortrakt. Helf mir mit dieser Tür. Immer sind die Türen kaputt, komischerweise. Ramponierte Basis. Dann geht ja direkt wieder gut los. Ah, ich wusste es. Reicht nie im Leben bis dahin. Ist denen noch vollkommen egal? Die haben kein Gehirn. Hauptsache schießen, piu piu piu. Ja klar, ja klar. Schieß genau auf dieses dämliche Kabel oder was das war. Wow, unten Sniper, oben Sniper. Warum? Ach, wechsel den Charakter. Ich stehe da nur so lustig rum. Jawohl, voll rein. Oh shit. Yeah. Zack, direkt miteinander verbunden. Upgraden können wir nicht, ich habe jetzt gerade nicht gesehen. Ich glaube, wir haben keine Punkte. Okay. Oh. Nur eine kleine Fraktur. Alles klar. Nope, helf dir selber. KI-gesteuerten Helden helfen immer. Nö, daneben geworfen, der Idiot. Hell yeah. Und noch ein bisschen. Dann wollen wir mal runter. Schade, dass ich nicht schießen kann, während ich seine Rutsche benutze. Das wird doch epic. Ah, lass mich rein. Feige Wissenschaftler. Wollt immer zuerst gerettet werden, die sind total egoistisch. In jedem Spiel, ah, helft dem Wissenschaftlern. Alles okay? Wir müssen das nur noch ein bisschen zusammenreißen. Okay, ich denke, wir haben jetzt die Geschütze gerufen. Und die werden uns mal dicke helfen. Hacken wir das, Baby.
Personal zum Reaktortrakt. Verteilt euch! Und ich wette, das dauert locker 10 Minuten. 100 pro. Daumen, Daumen, Daumen. Wir wechseln nochmal den Charakter. Können wir ihn noch... Ah, ihn können wir upgraden. So, jetzt können wir die endlich aktivieren, die Bolzen, die wir geschossen haben. Durch Drücken von RB. Geht das auch, wenn die Dinger schon im Körper stecken? Das würde mich ja mal richtig interessieren. Jo, Tatsache! Boah, wie die alle brennen und da runtergehen. Boah! Fackelstaub! Das ist pretty awesome, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingscharakter gefunden. So, jawohl. Das ist echt praktisch, wow. Da haben wir doch einen. Und richtig viel Schaden macht die ganze Sache auch noch. Bäm, brennt. Verflüssigt. Boah, direkt alle. Singularity drauf. Hitze tot, oh mein Gott. Richtig in die Luft geflogen. Ah, der haut ab, der haut ab. Fies, ich hab nur einen Schuss, das ist mies. Richtig mies. Wow! Komm schon. Lass mich leben. Schalter sind klar. Wie die mich angreifen, ich fresse die mal Schaden. Okay, Zeit wieder zu wechseln. Oh ja, das Schild ist hier eine gute Idee. Bam. Die sind ja kein Problem für diese Waffe. Ja, das wenn ich aufs Schild schieße. Die Geologin. Kristallisierung eliminiert 3 Gegner auf einmal. Oh, hier wäre wieder so ein Pfeil praktisch. Ja, war mir klar, dass das nicht reicht. Toll, die kommen noch nicht mal so weit. Ja, voll. Oh mein Gott. Gegrillt und die Granate hat den Rest gemacht. Ich will wieder mal zu ihr. Das gibt's einfach nicht. Wie viele sind denn da noch? Wir müssen da zu dem scheiß Schalter-Dingern ziehen. Wow, okay. Flut. Bleib unten. Ich bin unterwegs. Der Aufzug ist da. Kommt schon. Boah, es wird aber auch langsam Zeit. Viel zu viele. Und der Schütze mit dem Schild. Gute KI. Sehr gute KI. Hey, die hat 4 Upgrade-Stufen. Mit der habe ich auch gar nichts gemacht. Singularity ist eine coole Sache, aber nicht so mein Fall. Wir brauchen mehr Gesundheit, deshalb ist die wahrscheinlich auch so schnell down gegangen. Und das Tarnsystem. RB, um mich zu tarnen. Hält das die ganze Zeit an? Holy fuck, das ist epic. Die Steuerung müsste auf der nächsten Ebene sein. Hier ist schon klar, dass du flenken willst. Das wird deine Station sprengen, oder? Kümmern wir uns, wenn er auftaucht. Wie erledigen wir jemanden, der in unsere Köpfe kann? Wickel die Alufolie um den Kopf. Hör mal, ich weiß auch nicht alles. Ich gebe hier schon mein Bestes. Richtig, denn diese bösen Aliens versuchen immer wieder in unsere Köpfe einzudringen. Klauen uns die ganzen Erinnerungen. Alufolie ist echt ein guter Helfer. In der Sache. User-Boy infiltrieren. Mach auf! Wie die rennen! Mass Singularity. Yeah! Boah, es gibt eine richtige Kettenreaktion da oben. Werden schon gekillt, während die da rumlaufen. Ticket nach Hause.
Was habe ich gesagt? Wir sind hundertprozentig hier in Rapture. Nur ein bisschen umgebaut. Hier unten Xenotech. Sie dürfen nicht noch mehr Waffen nach oben bringen. Mich interessiert nur, dass wir wieder nach oben kommen. Also los. Die Basis kann dann unser... Bis dahin könnte jeder Raven Unterschlupf auf der Welt mit Xenotech versorgt sein. Wenn du gehen willst, dann ohne uns. Okay, beeilen wir uns. Sehr gut. Definitiv die richtige Entscheidung. Sieht aus wie die Tarntechnologie in Nayas Warp-Gewehr. Kranke Sache. Ich glaube, ich habe gerade meine ganze Energie verschwendet. Ja, weil ich mehrmals gedrückt habe. Ich dachte, ich kann das irgendwie lösen, aber ich bleibe anscheinend eine gewisse Zeit lang getarnt. Ich habe hier was. Lockdown beendet. Das ist schon geil. Macht alles unter Lockdown und zack kommen wir in den Raum, können den Schalter umlegen und gehen einfach weiter. Toller Lockdown. Habt ihr das auch gehört? Ja, habe ich. Okay, haltet die Augen offen. Wir sind hier nicht allein. Captain Obvious Strikes Again. Infiltratoren. Ach, ich sehe einen. Boah, sind die aber gefährlich getarnt. Oh mein Gott, die greifen sogar. Und ballern um sich. Voll. Ja, die kann man aber sehen, was halb so wild ist. Sollten verreckt mal wieder. Ich will aber die Leute kristallisieren. Erwischt, würde ich sagen. Scheiß auf eure Tarnung. Der denn jetzt? Der kam nicht von vorne. Medibake. Ah, könnte ich mal hier vorne einsetzen, wenn jemand low ist. Oh, die schleichen aber extrem. Nicht wirklich schlimm, wenn die greifen. Okay, okay. Weg mit dir. Medibacke. Da kommt die Medibacke. Kristallisiert. War schon eine nette Idee. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Irgendwie was Getarntes oder so. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr. Was schätzt ihr, ist das hier? Ich würde mal sagen, Raven testet das Fuse an Menschen. Gut möglich. Was, dass sie mit menschlicher DNA vermischen? Sie verstärken also ihre Armee und bauen eine Biowaffe. Das ist ja rein. Der Kerl ist ja schon mal in sich injiziert. Mit totalen Nebenwirkungen. Der ist komplett am Rad. Ah. Mehr Gegner! Oi. Hallo? Fucking hell, krieg ich das noch immer hin, die zu kristallisieren. Die können von überall herkommen, von der Seite, von... Oh, toll. Nö, du greifst mir heute nicht. Das? Boah, wie stark der war. Richtig schnell gedrückt. Bis ich checke, von wo die kommen. So, immer auf deinen Kopf. Da zieh ich hin. Tante Mistviecher. Und wie? Denkt ihr, das waren alle? In die Wand vaporisiert, kann man quasi sagen.
Guck mal, der qualmt sogar noch aus den Augen. Er brennt aus dem Auge. Und fällt runter. Nett.